Hola amigos und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute besprechen wir ein bisschen, wie uns unsere Auslandsjahre jetzt im Nachhinein hier in Deutschland geprägt haben. Ich bin Malte und ich war für ein Jahr in Paraguay. Und ich bin Felix und ich war für ein Jahr in den USA. Ja, und ich würde sagen, starten wir direkt rein. Ja, wie gesagt, ich war für ein Jahr in Paraguay und Paraguay ist natürlich nicht so ein normales Auslandsjahrland und ja, auch so ein bisschen ein Entwicklungsland und dementsprechend haben mich schon viele Sachen da geschockt in gewissermaßen. Also ich hatte viele Kulturschocks, aber viel habe ich jetzt auch im Nachhinein daraus mitgenommen für mein weiteres Leben hier in Deutschland. Wie war das bei dir? Also definitiv genau das Gleiche. Ich war ja eher in so einem westlichen Land, wie gesagt, aber auch in so einem typischen Auslandsjahrland. Trotzdem habe ich da super viel mitgenommen, super viele Erfahrungen gesammelt, auch Kulturschocks tatsächlich gehabt. Also ja, gibt's sehr viel zu erzählen. Ja, also bei mir fing das schon an, als ich am Flughafen rausgekommen bin, war erstmal der Verkehr mega krass und alles war ja ganz anders und irgendwie mega der Schock für mich. Wie anders? Also bei mir war es vor allem größer. Als ich aus dem Flughafen rausgesteppt bin, war alles viel größer. Wie war das bei dir? Eher kleiner, ganz anders? Ja, also so ein bisschen so, wie man sich so ein Entwicklungsland vorstellt. Wenn man hört im Erdkundeunterricht Entwicklungsland, dann sieht man irgendwie dreckige Straßen, Verkehr voll mit Rollern und irgendwie so ein bisschen so war das. Ja, aber im Nachhinein dann gar nicht so doll entwicklungslandmäßig, weil es schon halt eine Hauptstadt gab mit allem drum und dran. Ja, aber hauptsächlich war halt nicht alles so perfekt wie hier in Deutschland und das war auch so ein bisschen mein größtes Learning. Ich bin viel, viel dankbarer geworden. Also als ich im Nachhinein dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich über so kleine Dinge gefreut. Hier, wo ich wohne, fahre ich regelmäßig mit Fahrrad zur Schule oder zu meinen Freunden und das war da einfach gar nicht möglich. Also in den USA war es doch ein bisschen besser möglich. Da konnte man sich schon frei bewegen, vor allem mit Straßenbahnen. Alles war halt viel weiter entfernt, viel größer und deswegen ging es mit Fahrradfahren jetzt auch nicht so gut. Skateboardfahren zum Beispiel in San Francisco war es auch nicht. Es ist so hügelig dort. Also das ist dann echt anstrengend. Deswegen habe ich mich da vor allem mit Straßenbahn fortbewegt und konnte relativ frei sein. Die Menschen waren anders drauf, irgendwie lockerer, entspannter, habe ich so das Gefühl gehabt, weil dort nicht so viel ernst genommen wird. Und das hast du dann quasi auch hier nach Deutschland mitgenommen? Genau, das habe ich mitgenommen. Also dieses Learning, diese Offenheit von Menschen. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich bin durch mein Auslandsjahr, da habe ich ja quasi so ein zweites Leben geführt. Ich kannte die Leute nur in meinem Auslandsjahr und werde die jetzt wahrscheinlich auch nicht wiedersehen und wenn, dann nur für eine Woche oder so. Irgendwie traurig, weil man hat da irgendwie auch Freunde gefunden. Das war schon ganz schön. Auf jeden Fall, aber dementsprechend war es mir relativ egal, wie ich rüberkomme. Ich glaube, ich war viel mehr so ich selber und das habe ich jetzt auf jeden Fall auch hier mit nach Deutschland zurückgenommen. Mir ist es relativ egal, was andere Leute über mich denken. Ich bin der ich bin und deswegen, ich sitze jetzt auch hier vor der Kamera und andere Leute denken sich so, oh, ist das unangenehm. Ja. Das ist halt das, was mich erfüllt. Ja, dieses einfach Ausleben, ja genau. Dieses Ausleben von dem, was man möchte, von dem, was man mag und von dem, was einem wirklich Spaß macht. So, ja, definitiv. In Amerika war es genauso. Man wurde da echt ganz wenig gejudged für irgendwas und wenn dann, ist es super schnell vorbeigegangen. Also so kleine Shitstorms, die man bekommen hat wegen, keine Ahnung, man hat irgendwas angezogen, was jetzt nicht so in Mode war dort. War scheißegal nach einem Tag und es ging alles super vorbei. Niemand hat sich darüber richtig aufgeregt und alle haben gesagt, ja, mach das einfach. Also ja, diese Macher-Mentalität in dem Sinne, beziehungsweise dieses Ja-Sagen, war auch schon im Auslandsjahr mein Motto. Also ich habe mir vorgenommen, mein Auslandsjahr war quasi, um das jetzt als YouTube-Titel zu verfassen, meine größte Ja-Sagen-Challenge. Ich habe nämlich einfach nur immer zu allem Ja gesagt und das habe ich auch so ein bisschen weiter versucht hier mit Deutschland. Du warst auch ganz, ganz vielen Ausflügen, ne? Also ja, genau. alles mitgemacht einfach. Genau, also selbst wenn ich mir selber, also ich plane meinen Tag relativ gut durch und nur so komme ich irgendwie klar, aber in meinem Auslandsjahr habe ich mir überlegt, nee, egal wie es mir geht, egal wie leer meine Social Battery ist, egal ob ich jetzt gerade mal noch TikTok gucken möchte oder ein Video schneiden möchte oder so, wenn mich jemand fragt, möchtest du das machen, sage ich ja. Und egal ob das heißt, jetzt muss ich eine Stunde lang durch ein Museum laufen oder ob es heißt, ich gehe in einen Freizeitpark. Ja, das ist einfach Erfahrung in einem anderen Land. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Genau. Aber du hast ja auch mitgenommen. Also du machst es ja auch hier jetzt, oder? Genau, das habe ich jetzt mit nach Deutschland mitgenommen, um quasi hier weiterhin einfach Ja zu sagen, auch zu Dingen, wenn ich mich eigentlich gerade nicht so comfortable fühle, weil im Nachhinein
geht es einem danach immer besser. Also, das ist wirklich so. Wenn man überlegt, oh, ich muss jetzt hier in Deutschland noch Hausaufgaben machen, ja, oder gehe ich jetzt mit Freunden raus. Natürlich, Hausaufgaben sollte man auch machen. Aber mit Freunden Zeit verbringen oder irgendwie ja, ein Erlebnis im Auslandsjahr zu haben, das ist einmalig. Zeit kommt einfach nicht wieder und deswegen einfach alles mitmachen, egal wie neu es ist. Und deswegen finde ich ein Auslandsjahr auch super. Ja, zu Hause bleibt man halt so in seinem Umfeld, in seinem geschlossenen Kreis. Und da kommt man gar nicht so aus sich heraus, wie man das möchte. Also ich habe auch viel mitgenommen für mein zukünftiges Leben in dem, was ich machen will, beruflich. Ja, diese Menschenkenntnis, dadurch, dass man eben nicht nur Leute in seiner Stadt oder in seinem Land kennt, sondern auch ganz andere Perspektiven kennengelernt hat. Ich habe ja auch andere Austauschschüler aus anderen Ländern kennengelernt und hatte deswegen nicht nur die paraguayische, südamerikanische Sicht auf Dinge, sondern ich habe auch Austauschschüler aus Indien oder aus Amerika oder aus Norwegen kennengelernt. Und auch mit denen klarzukommen, mit denen zu lernen, wie die auf Dinge gucken, das hat mir halt auch, wenn man das jetzt aufs Kleine in meiner Stadt hier überträgt, habe ich dadurch, finde ich, deutlich mehr Menschenkenntnis. Ja, definitiv. Ich habe auch durch diese Menschen viel mehr kennengelernt als durch deutsche andere Austauschschüler. Ja. Also das war natürlich auch schön, dann konnte man sich so wieder auf Deutsch unterhalten und toll, aber ja, letztendlich ist man in dieses Englisch-Ding reingerutscht, hat sogar nachher mit den deutschen Austauschschülern Englisch geredet und hat durch noch andere Kulturen noch mehr kennengelernt, aber definitiv. Also ich war relativ lange in der Highschool, weil in der Highschool ist dort halt anders, man hat jeden Tag den gleichen Unterricht und es geht mit Lunchbreak irgendwie bis 16, 17 Uhr und deswegen hat man viel in der Schule zu tun. Ich war auch in der Klasse, wo eigentlich keine Austauschschüler waren, richtig komisch. Trotzdem, wenn man mal Freizeit hatte, dann mit diesen anderen Austauschschülern aus anderen Ländern noch zu reden, ist eine Ultra-Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass man so ein bisschen ja, seinen Horizont erweitert und in ein anderes Land geht, versteht man auch viel mehr die Hintergründe, wie jetzt andere Menschen auf ihre Meinung kommen. Also ja, auch politische Themen irgendwie so zu verstehen, wie die anderen Leute aus anderen Ländern darauf kommen, das habe ich irgendwie viel mehr gelernt. Also zum Beispiel gibt es halt auch relativ viel Armut in Paraguay. Und zu verstehen, warum das so ist und warum man nicht einfach sagt, ey yo, gib denen doch mehr Geld, da muss man auch erstmal hinterkommen. Auch wenn mich das irgendwann richtig geschockt hat, weil das eher so ein Teufelskreis ist und man da ja einfach so nicht rauskommt, ja, habe ich dadurch einfach noch so ein bisschen gelernt, wie das alles funktioniert. Und das fand ich echt interessant. Ja, definitiv. Also so Geld spenden, mit Geld kann man super gute Sachen anrichten. Aber wie es dann genutzt wird oder wie man am besten das Land unterstützt, merkt man erst, wenn man wirklich da war. Ja, natürlich. Also gar nichts bringen tut das nicht. Ja. Aber es ist halt nicht unbedingt immer eine langfristige Lösung. Und das hat mich echt geschockt. Kurze Unterbrechung, aber hast du Bock, bis zu 1.000 Euro zu gewinnen und deinen Content rund ums Thema Auslandsjahr mit der Exchange Community zu teilen? Dann haben wir jetzt richtig coole News für dich. Und zwar unser neues Creator Giveaway, das sich an aktuelle und ehemalige Austauschschüler richtet und bei dem wir insgesamt 1.000 Euro alle 3 Monate verlosen werden. Teilnehmen ist super, super einfach. Schick uns einfach deine Beiträge für unsere Plattform YouTube, Instagram, TikTok oder Podcast rund ums Thema Auslandsjahr. Wir werden deine Beiträge dann wieder posten und dich darauf markieren und somit nimmst du ganz einfach an der Verlosung teil. Alles weitere findest du hier oben auf dem i und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. Ja, und was mich auch geschockt hat, da war so ein bisschen die Schule, wie die da ist. Und warum? Ja, also auch wenn ich am Anfang auf einer Privatschule war und die relativ modern war, mit Computern gearbeitet hat und auch ein relativ sauberes Gebäude hatte etc. Naja, war halt das Schulsystem, auch wenn das hier in Deutschland viel kritisiert wird, lange nicht so gut. Und das, was dann daraus resultiert ist, ist, dass ich mich über das deutsche Schulsystem gefreut habe. Jetzt, nachdem ich ein Jahr wieder hier zurück bin, merke ich natürlich, gut, das deutsche Schulsystem hat auch seine Ecken und Kanten. Aber wenn man mal im Ausland war, merkt man erstmal, wie gut wir das hier haben. Ja, okay, verstehe ich. Aber ich fand das Schulsystem in den USA irgendwie ein bisschen besser. Also Loki, ich fand es ein bisschen besser. Ich weiß, das ist ganz komisch, weil ich war in den USA und jeder hatet über das Schulsystem. Aber auf meiner Public High School, weiß ich nicht, jeder Lehrer hat sich wirklich bemüht, dass du durchkommst und dass du wirklich was lernst. Also wenn du ein F hattest, wärst du zwar durchgekommen, aber das war wirklich ein Anspruch von den Lehrern, dass du das nicht hast und dass du wirklich gut in der Schule bist. Außerdem sind die Lehrer so auf persönlicher Ebene viel besser. Also wenn du zum Beispiel richtig gut in Federball bist, dann unterstützen die dich da hundertprozentig, weil die wissen, okay, dafür brennst du, das willst du machen. Und in Deutschland wird man irgendwie als deutscher Schüler so mitgeschliffen. Irgendwie hatte ich in Amerika das Gefühl, dass Schüler da, wofür die brennen, wirklich unterstützt werden. Auch von dem Geld von den Lehrern persönlich. Also dass Mathe-Wettbewerbe von Lehrern persönlich bezahlt worden sind, damit du wirklich dein komplettes Potenzial ausnutzen kannst. Und mein Learning irgendwie daraus ist, dass ich einfach nicht mehr so vorurteilshaft bin vor allem. Also dass ich nicht sage, okay, in Amerika ist jeder dumm. Wir hatten auch World History und Leute wussten, dass Paris nicht die Hauptstadt von Deutschland ist. Ja, okay, das war bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass ich eben, wie gerade
gerade erwähnt, ja nicht so in dem besten Schulsystem gelebt habe da in Paraguay, bin ich dann wieder nach Deutschland gekommen und trotz des nicht so ganz optimalen Schulsystems in Deutschland habe ich mich richtig auf die Schule gefreut, weil einerseits war mein Auslandsjahr so ein bisschen wie mega lange Sommerferien und wenn man dann wieder in die Schule kommt, natürlich nach den Sommerferien, ich persönlich freue mich wieder auf Schule, auch die ganzen Leute zu sehen. Das dann in Kombination mit gutem Unterricht in Anführungszeichen, also alleine dieser Frontalunterricht, den ich persönlich ganz gerne mag und nicht einfach nur Stillarbeit, wie das teilweise in Paraguay der Fall war, hat sich dann anders als erwartet meine Noten tatsächlich eher verbessert als verschlechtert. Und das habe ich auch so ein bisschen als Learning mitgenommen, beziehungsweise nicht als Learning, aber so hat sich das dann verändert für mich. Obwohl ich das nicht gedacht hatte, gingen meine Noten erstmal aufwärts, ja, weil ich einfach viel interessierter war. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich auf jeden Fall noch super mitgenommen habe, war so ein bisschen die Selbstständigkeit. Also obwohl ich gerade gesagt habe, dass ich ohne Fahrrad relativ eingeschränkt in Paraguay war und ich sehe halt nun mal relativ europäisch aus, war es auch für mich schwierig, auf der offenen Straße einfach rumzulaufen und trotzdem bin ich deutlich selbstständiger geworden. Ja, weil ich einfach teilweise ohne meine Eltern da war. Natürlich, ich hatte meine Gastfamilie, aber so Kleinigkeiten musste ich oder wollte ich auch einfach selber lösen und dann das Ganze auch noch auf Spanisch. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ey, was ich auf Spanisch kann, das kann ich ja längst auf Deutsch. Also mein verspäteter Zug hier in Deutschland ist jetzt gar nichts mehr. Ich bin einfach von Deutschland bis nach Paraguay geflogen und konnte da auf dem Hinflug noch nicht mal Spanisch. Also für mich gibt es jetzt quasi keine Hindernisse mehr. Ich bin jetzt, ja, was das angeht, unsterblich, würde ich sagen. So, und das ist so das größte Learning, was ich daraus mitgenommen habe. Und auch so ein Skill irgendwie, würde ich sagen. Ja, mega, mega. Also da wurde ich irgendwie vorsichtig rangetastet, dadurch, dass ich direkt irgendwie mit den Bahnen fahren konnte dort. Und klar, habe ich das alles auch auf Englisch gemacht und war für mich auch wahnsinnig. Aber für dich, ja, es ist natürlich nochmal heftiger. Und du wurdest da direkt knallhart konfrontiert mit und du musstest das auch knallhart können. Ja, also ich hatte halt auch irgendwie so ein bisschen so den Zwang, selbstständig zu sein, aber andererseits auch einfach, weil wenn ich einfach nur zu Hause rumgehockt hätte, Sicherheitsgründen, hätte ich einmal gar nichts von meinem Auslandsjahr erlebt. Hätte man aber machen können. Hätte man machen können, aber da geht dann wieder mein anderes Motto dazwischen mit dem Ja sagen. Genau. Ja, dadurch hast du viele Skills gelernt. Einfach auf Spanisch zu reden, so wie ich jetzt gelernt habe, viel besser auf Englisch klarzukommen, das kann einem niemand mehr nehmen. Ja. Also es kann einem wirklich niemand mehr nehmen, jetzt so mit Leuten umzugehen. Jetzt, man geht da mit einem gesunden Respekt ran, mit Vorsicht, aber auch mit einer gewissen Offenheit und dass man einfach sich nicht verstecken muss. Ja, genau. Und das sind halt eben so Skills, die man in keiner Schule lernt, egal ob jetzt in Paraguay, den USA oder hier in Deutschland. Natürlich, wir haben Spanischunterricht, aber so gut und auch so im Slang und auch so flüssig Spanisch zu reden, das ist auf jeden Fall ein großer Skill, den ich jetzt mitgenommen habe. Definitiv. Das hat mir auch jetzt ultra weitergeholfen. Ich bin jetzt auch noch in andere Länder danach gereist und es war super. Ich habe einfach keinen Schiss mehr und den braucht man auch nicht haben, weil ich finde, man sollte die Welt einfach offen angehen. Und ja, und ich finde, das ist an sich ein gutes Schlusswort. Also wir haben darüber geredet, wie dankbar wir jetzt nach dem Auslandsjahr sind, wie selbstständig wir sind, aber auch, was wir bewundert haben in unserem Auslandsjahr oder was uns da auch erschreckt hat. Und da haben wir eben super viel draus mitgenommen jetzt für unser Leben nach dem Auslandsjahr, sowohl in Deutschland, aber auch, wenn wir mit anderen Kulturen hier in Kontakt kommen. Ich finde, das war auf jeden Fall mega spannend. Also ich finde, man sollte unbedingt auf einen Austausch gehen, wenn man die Möglichkeit hat. Also nutzt die Chance, macht es. Es ist wirklich mega. Es lohnt sich wirklich ultra. Und auch, wenn ihr da noch ein bisschen Hilfe braucht, dann schaut mal den Links in der Videobeschreibung vorbei. Da haben wir einerseits ganz viele Ratgeberartikel, die euch bei allen möglichen Themen zum Thema Auslandsjahr unterstützen. Aber auch, wenn ihr noch ein bisschen finanzielle Hilfe braucht, schaut mal bei unserem Creator Giveaway vorbei. Da könnt ihr bis zu 1000 Euro gewinnen. Oder bei unserem Stipendium. Wir haben noch Stipendien. Da sollte man auch vorbeikommen. Ja, und wie Felix es gerade schon meinte, da kann man nicht durchfallen in dem Sinne, weil da geht es nicht um irgendwelche schulischen Noten oder so, sondern da geht es wirklich einfach nur um eure Kreativität. Und wenn ihr noch mehr über so Auslandsjahre erfahren wollt, guckt unbedingt hier auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ein Abo darf auf jeden Fall nicht fehlen. Abonniert den Kanal, lasst auch ein Like da. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder auch Themen, die wir mal in einem Video besprechen können, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Da sind wir immer offen für eure Tipps. Ja, und jetzt würde ich sagen, ganz traditionell, hasta luego.